Damit willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part zu Baldur's Gate 3. Ja, vor allem mein Charakter sieht ziemlich angeschlagen aus. Heilung ist nicht mehr wirklich gerade drin. Wo wir haben, glaube ich, noch einmal nicht Heiltränke im Inventar. Ich müsste früher einen Heiltrank. 4 davon hätten wir. Können wir die einsetzen, trinken? Das bringt dir nicht so viel. Okay, den würde ich mal Astarium geben. Dann trink aus. Da geht es nun schon wieder ein bisschen besser. Pfeil der Säure, können wir das hier mit dazu packen? Ne, können wir irgendwie nicht. Und wo war ich unsere Fackel? Okay, das können wir nicht ausrüsten. Fackeln haben wir wahrscheinlich verkauft irgendwann. Ja, so viel dazu. Auf der Map sind wir jetzt hier unterwegs in die Richtung. Tantchen Ekel. Ekel war hier. Und das Ding mit dem. Das Ding mit dem Heiler, das ist jetzt irgendwie verschwunden. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten mal hier dem Pfad folgen. Da sind wir erstmal raus aus dem Goblinlager. Und es geht weiter in Richtung Evo. Also hier mal rüber, würde ich sagen. Oder auch nicht. Und Wald. Ich wollte ja hier lang. Ist nur durch auch in der Sackgasse. Schnell wieder zurück. Können wir hier vielleicht lang? Es sind ein paar Hügelchen im Weg, aber. Das hört uns doch nicht. Doch, das hält uns auf. Okay. Dann mal wieder zurück. Jetzt ein bisschen aufgeladener. Könnten wir doch vielleicht. Wenn es drauf ankommt. Und warum auch immer ich das jetzt hier würfel. Ich hab's verkackt. Fantastisch, hier ist immer noch das Minenfeld. Schnell hier durch. Bevor wir hier drauf gehen. Oh Kacke. Wir gehen hier wirklich noch drauf. Wir mussten auch ins Minenfeld rein. Fantastisch. Ja, Spiel vorbei. Keine Kontrolle, sterbend. Haben wir gut, dass wir einen Heiler dabei haben. Yes. Haben wir nicht. Das ist das Ding. Rüstung, Arcana Erholung. Zauberplätze regenerieren.
Seek and you shall find me. Kann irgendjemand irgendwas, was halbwegs heilend ist? Salutations. Nö, wir sind auch nicht am Arsch. Hilf einem Sterbenskranken auf. Ja. So ist das hat geklappt. Keine Erholung auf sie. Geht das? Nur geht nicht. Heiliges Wasser. Heiltrinkkampf verbraucht. Bin so klug. Gegengift. Jetzt treten wir gleich auf die nächste Mine und sind wieder am Arsch. Das ist nicht gut hier. Jetzt gerade mal einen Kampf und dann. Ich würde mal versuchen, es wird tödlich enden, aber sonst wird es ja auch tödlich enden. Ich mach mal hier eine lange Rast. Da können wir unsere Zauber wieder aufladen und so weiter. Im Goblin-Dorf hier eine lange Rast machen. Das wird katastrophal. Die wird uns dafür bestrafen. Hellsfire. She's coming. Ja, was zum Henker? Was passiert nun? Well, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God's damn it. Was anyone but her. Was passiert in unserem Lager? Wenn nur in Höhlen seid ihr. Und ihr seid ja eine Christin, verdammte Teufel. Wo ist mein Lager? Well, you. Absolute stinker! You kept me a secret? Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupsters found his bark. Clause G, Section 9. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. Kommt zum Punkt, Teufel, was wollt ihr können? Wenn wir Karlak jetzt töten werden, wie geht's dann los? Wie kümmert Karlak ohne ein Haar? Verflucht will, warum habt ihr mir nicht von ihr erzählt? Ich habe genug gehört, ihr kommt hier nicht leben. Oh Gott, nein, jetzt nicht ein Kampf. The point. Wir müssen es irgendwie schlichten. Thanks for the reminder. Wir bauen Kraler. Oil burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the Hells, gaining their essence and their torment. Okay. Was?
That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlach, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. What the fuck? Was ist hier los? I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. Das sollst du ihm dankbar sein. Wenn ich Jutsch entscheide, jetzt muss er die Konsequenzen tragen. Gobsmacked, really? Du bist aber echt dazu. But grateful. Really grateful. I could learn a thing or two from a man like that. Hopefully we won't turn into mind flayers first. Ja. Wir sind am Arsch und müssen schlafen, aber wir gehen jetzt noch mal da reden. I was just thinking about you. Remembering our little encounter in the night. Sie versucht auf mich zu beißen. Ich würde sie lieber vergessen. Ihr könnt froh sein, dass ich euch nicht getötet habe. The very same. It obviously put me off your neck, but now I can't help but wonder how the others taste. Mhm. Not that anyone's volunteered. It's just an idle fancy. Lass das bleiben. Würde auch keinen Freiwilligen erwarten. Habt ihr jemanden bestimmt nochmal gefährliche Tagträumerei? Keiner von denen steht auf der Karte. Eigentlich schade, bisweilen nerven sie ziemlich. Oh, you're a sweetheart. Keiner steht auf der Karte. But you don't need to worry. I'm just thinking out loud. Stalin wird jetzt zum Gefahr, oder was? He strikes me as someone whose blood is rich, refined, like well-aged brandy. But the Gith? What in the hells would she taste like? Bestimmt exotisch wie Likör aus an. Ich würde ein Bier vorziehen, wenn es euch einerlei ist. Yes. Heavens forbid we have an interesting conversation. Still, I am intrigued by the possibilities. Ist aber jetzt nicht Tier, ist alles tierisch gemeint. A mere thought experiment. So. In the spirit of theoretical questions, if you had to take a bite from one of them, who would it be? Fragt ihr mich wirklich, welchen eure Gefährten ich essen würde? Okay, keine Frage, das würde ich gerne mal probieren, wenn ich müsste, Schattenherz, vermutlich will, ich würde Karlach, das Kind euch würde ich wählen. Oh, Stone ist einverstanden. Who knew you had such taste? Unfortunately, all this talk is getting me hungry. I better find something I can actually sink my teeth into. Gibt's hier irgendein Gnom? Wir sind ja ein Gnomenjager. There's nothing that tasty lurking out in the woods, but I'll make do. Sweet dreams. Hey, jetzt will jeder über das Geschehen sprechen oder was? Aber mit Will müssen wir mal sprechen. Das ist schon. God damn her, straight back to the hells. Just look at me. Wissen, wie es dem geht. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said, traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims, not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know. Kann man irgendwie entfluchen. Will was lucky he didn't face a more severe punishment.
Ihr habt mich wegen Raphael gewarnt, habt aber einen Pakt mit Mizora. Was für ein Heuchler. Ja, stimmt schon. Die Klinge der Ganzen muss so einiges erklären. Was habt ihr erwartet? So siehst den Teufel und kennt den Begriff der Ehrlichkeit. Wurde in der Teufel von das Wunderchen die Strafe angelassen. Ihr könnt von Glück reden, dass sie euch eure Seele gelassen hat. Ja, das vor allem. I deserve that. Consider me properly shamed. It's Mizora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Kann man die Hörner irgendwie abschneiden, oder? Das sind ja eigentlich Hörner. Ich müsste mal die, wenn man eine schöne Säge und dann, das dürfte ja nicht mal wehtun. Das ist ja eigentlich, die sind ja, Ohren. Das ist so wie Fingernägel schneiden. Das müsste. Ja, Fingernägel sind aus dem gleichen Material wie Hörner. Aus dem ähnlichen. Ey, mein lange Rast. Dann sieht er aus wie dieser. Wer ist denn dieser? Ich glaube, war das Marvel oder DC? Ich weiß es nicht. Und da gab es so ein böser Schurk, der mit diesen. Dieser, was Hellboy hieß der oder so? Mit dem. Dieser Typ, der mit abgesägten Hörnern oben. So, mal schauen, ob wir jetzt mitten im Kampf stecken. Wenn wir aus dem Lager rauskommen. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben die Nacht hier überlebt. Okay, dann würde ich mal versuchen, mich da weit durchzuschleichen. Das sieht gut aus. Wir geraten nicht sofort in den Kampf. Und wir schleichen. Wir stecken erfolgreich. Noch ein bisschen belauschen. Wir sind hier im feindlichen Lager. Da können wir die hinterlisten, aber im Lager wen anzugreifen, halte ich für keine so gute Idee. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Wir sind eigentlich an da, wo die sind, durch. Oh, was ist da? Oh Gott. And the drow? Just out of view. You got it. Bless you, Fever Drow! Können wir hier irgendwie heimlich. Na toll, mitten rein hier. Tag, wir laufen hier nur mal durch. Schönen Tag noch. Okay, ist nichts passiert. Haben uns kaum wahrgenommen. Ist hier irgendwas oder laufen wir hier eh nur in Sackgasse? Ein Gespräch haben wir begonnen. Aha. Und das mal keine Falle war. Hear my voice. Okay, das war ein Fehler.
You recognize the overwhelming authority that you've used on others. Wir sind dann mitten in den Schrein reingelaufen von der Göttin oder so. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Ach du Scheiße. In every direction. Wo sind wir reingeraten? There are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the weapon. And you will be worthy to stand beside them. In my presence. The visions fade and the voice falters. As a strange energy swells around you. The many-sided artifact. Somehow you understand it's repelling the presence. This artifact. Es wurde irgendwie an uns gebunden. Es hatte, glaube ich, vorher Schatten im Herz. The reckoning draws near. That thing's shielding us. Incredible. Whatever power the artifact possesses, it shows no sign of it now. Können wir jetzt weiter oder? Something over there. Sag mal, Unkian. Begrüße ich, dass du alles erledigt hast, ehe du den nächsten Schritt wagst. Und das Gebiet, das ihr betrieben, ist für eine Gruppe extrem schwierig. Nein. Hoboboot, nope. Da hieß es zwar, dass wir dort Will finden, aber. Nee. Ich glaube, wir sollten umkehren. Deswegen haben die uns auch nicht aufgehalten, hier lang zu gehen. Ja. Zum Gottestempel geraten gerade. Mit dem Motto, ach, die wollen. Ich würde sich mit den Göttern anlegen, das lasst die einfach lang gehen. Das werden schon sehen. Da oben ist das Zuhause der Götter. Klasse. Lass ihn mal machen. Ah, hier ist der Brüder Heilsam. Dann werden wir mal den Hals ganz tief in diese Anbindung stecken. Ja, ich weiß, der war scheiße. Ich hoffe, wir kommen hier mal durch. Wenn das nicht schön ist. Das ist Volo. Ach, den Baden, den wir die Drachengeschichte erzählt haben. Ich weiß nicht, muss ich den befreien? Man kann nicht schaden, den zu haben, aber hier mitten in der. Mit dem Goblin-Nagel. Und jetzt tritt er dann nur auf. The captives were many. Goblin kind had. Reduce them to cowering filfhenny. So raise it your goblets and drain them with pride. Kann ein bisschen Musik spielen. Draw Raxlin, the true soul, had led you galant. Ihm denn ungeteilte Aufmerksamkeit schenken? Frau Gould, der Liede, ich kenne diese Sprache nicht. Bravo, du runter von der Bühne. Die Augen angesichts der schwachen Reime verdrehen, bald auftreten, weiterdichten,
Nehmen wir das besser als Rasslinien. Ja, Droit. Machen wir mal. Machen wir mal mit. Auf geht's. Mit 12. Für die Gnome reicht's. Elf Goblins. And if you saw him kill manlings, you'd have to yell. Den können wir uns ein bisschen ansehen hier verdienen, dass wir nicht sofort abgeschlachtet werden. Vielleicht können wir hier. Vielleicht können wir die zu unseren Freunden machen, damit wir hier. Ja, herumlaufen können. Das heißt, Rakslinien, ja, Freunde nicht, aber zumindest ist die uns hier nicht sofort. Seit Rakslins Schatten, seit 7 Meilen breit. Aber jetzt müssen wir jedes Mal würfeln. Lass uns nicht verkacken. Oh Gott! Kritischer Fehlschlag. Erneut würfeln. Unbedingt, ich nehme Bonus mit dazu. Ein Person bezaubern. Eins, Stufe 1 reicht. Ah, eine 15. Kritischer Fehlschlag, das wäre hier nichts. Oh Gott, das hätten wir hier. Da wären wir eingesperrt rum. Mm. Why? He's a meatier creature than any I've spied. Oh, Balderdash. Oi, stranger. You meeting with my pigeon? He's talking stupid now. Noch was zu. Come, let's continue our ballad. Und schlagen ihm Balladen. Draw Rexlin! Draw Rexlin! I am. Draw Rexlin! Badenkampf. Tumptuous! Draw Rexlin! You broke him! Wait! Wait! Draw Rexlin! We pray! Wir können's besser. Come on, Pigeon! Back to your cage. Now, look what you've done. Rette, weiß nicht, ob wir ihn gerettet haben. Of course. Da wollte ich nicht hin. Wird er jetzt gefangen genommen oder was? Da muss er hin. Ich kann mit ihm noch reden. Enjoying the view. Looking tasty in these new breeches, ain't I? Steht euch wirklich gut, schnucklig trifft's nicht ganz grauenhaft vielleicht. Ist nur eine Hose. Proper stylish, ain't they? Nicked him off this dwarf we're cooking. Oha, Zwergenfleisch. Esst hier öfters Zwerge? Zwerg hat etwas bei sich außer der Hose. It's good meat, if you can get it. Better than bloody chicken, anyhow. Oh, Shane was as poor as a chicken. Nothing in his pants except a couple of coins and some lousy. Aber gibt's doch größere Sachen, das sind Zwerge. Der hat doch nicht viel an sich. Und doch ein Bär, einen Bär oder so. Was ist denn? Liebe Gedichte darf ich mal sehen. But a look's all you're getting. For all I know, this little rooster was some famous bard. And you'll be selling his last words for a pretty penny. As the symbol okay, grows, power courses through you. Authority. Bade täuschen, ich glaube, den kenne ich. Das ist bestimmt der Treller. Trellerer, die meist, der mieseste Bade für uns. Überzeugen, ihr verschwendet eure Zeit. Zwergenkurs ist wertlos. Sag mal. Absolute bittet, Weisheit der Absolute bittet mich schon gar nicht zweimal. Okay, 5 werden wir wohl schaffen, oder? Ja.
überzeugt. Shit! You might as well use it as bog roll then. I'll get back to tending the meat. Zwergengedicht. Aha, dann können wir hier ein bisschen das Inventar ein bisschen aufräumen. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Ja, Zwergengedicht lesen. Ein Sohn der Silmaril hier in der die Finsternis und wir versiegelten sein Grab in ihrem heiligen Glühen. Möge der Vollmond die Sterne nie mehr berühren. Möge die Finsternis niemals die Schwelle der Mondmaid erobern. Unordentlich Rand und dieses Treppe unter Tempel gefunden. Die Monde drehen sich wohl aber in welche Richtung? Eine Reihe von Sternen und Mondphasen sind darunter gezeichnet. Ah ja. Eine Wache dürfen wir durch. No, go inside. Inside. Boring. Ah ja. Okay, wir werden davon schon manche aufgehalten. Oh, come on now. They're just having a bit of fun. Oi, so much fun that those thieves almost got past. We got them now, eh? And once the whelps start singing, we'll know. Das wird es eigentlich tun. Goblin-Priesterin, rette Voodoo. So, das Nachtlied. Was jetzt mit Heil sieht, retten wir erstmal Voodoo. Kriegerin. Ich hoffe, wir müssen jetzt hier nicht kämpfen. Oi! Ain't no party in here! We're doing the absolute's work! State your business now! As the symbol glows. Power courses through you. Das scheint so eine absolute Sache zu sein. Ich habe eine Audienz bei dem, der hier sagen hat. Ich bin nicht hier, um mit einer niederen Wache zu sprechen. Wenn sich jemand angelegt, ging euch nichts an los. Selbst angreifen. Wie können wir es irgendwie vermeiden? Ich versuch's mal. Eine 2, na komm, das wird doch wohl. Ich habe plus 2, also, naja, das wird ja. Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. Verdammt. Oh, beg the pardon. You must be here to join the other true souls. Please, go right ahead. Ja, gehen wir mal. Oh, come on now. They're just having a bit of fun. Oi, so much fun that those thieves almost got past. Okay, da wollen wir hin. Mal schauen, ob wir hier mitten in deren Heiligtum kämpfen müssen. Ain't polite to stare, Wormwalt. If you ain't got the guts to get branded, clear off. Lass mich bald Band machen, keine Sorge. Würde ich mir einen Namen fürs Leben verpassen lassen. Smells like burnt flesh in here. Boah, sie sind gut. Sollten wir mit dir reden? Ich weiß nicht. Bitte die Goblin-Priesterin um Hilfe. Wer von denen ist die Priesterin?
du Leserin, sie vielleicht. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. Muss ich mich brandmarken lassen dieses Mal? Wird wohl einen Zweck haben. Ich lasse euch doch nicht einfach so ein Mal auf mein Fleisch brennen, wenn ich hier um eure Therme aus dem Boden zu verteilen. Let's the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with ya. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it. Only us ich that follow the absolute. Charged with magic? Perhaps that explains the ease with which these goblins submit to true souls. You ready? Brace yourself. This'll sting. Ich weiß nicht, wenn ich da jetzt einen Streit anfange, wenn ich es nicht mache. Aber das sieht nicht gut aus, was die dort. Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't ya? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation. Aha. She too carries a power. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. Okay. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Die von den Gedanken, die Verbindung trennen, ja, auf jeden Fall. Against one another. But are swiftly parted. Don't want to get intimate in front of the novices. Fair enough. Got some weird shadows in your head. Maybe I can help with that. Wir wollen den Dorf nicht noch weiter füttern. Us got to look out for one another. Mensch, was immer diesen Schatten bewirkt, könnt ihr wieder hinkriegen. Ich habe einen Kreaturenkopf, könnt ihr da was machen? Ich wüsste jede Hilfe zu schätzen, ich brauche einen Heiler. With the Absolute's will, I can fix anything. Naja, ich weiß nicht. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Oi, priestess, we want the mark. Okay, wir sollten ihm mal folgen. Ain't we good enough for the Absolute? Abgeschirmt. Ich hoffe, hier gibt's keinen Ärger. Aber eine Chance auf Heilung ist eine Chance auf Heilung. Oi, come here. I ain't waiting around. Ready to clear your head. Was genau wollt ihr tun? Whatever the Absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can tell. Ich weiß nicht. Das könnte. Ich habe vorher nicht gespeichert. Hatschu. I want a crowd of gorpers. Everybody else needs to leave. Es könnte schief gehen. Oh yeah. Ready to clear your head. Whatever the Absolute tells me to. Don't worry, she loves. Don't want a crowd of gorpers. Everybody else needs to leave. Die müssen auch geheilt werden. Und wenn es hier zu einer schweren Sache kommt, dann brauche ich die zum. Na gut, dann geht mal vor die Tür. Aber wartet draußen vor der Tür. Und wartet hier am Feuer. Alive, so that's progress. Ready to clear your head. Smart. All you need to do is open yourself to the Absolute. And I'll do the rest. Don't want anyone peeping on private matters. So. Ich weiß nicht. There we go. Was haben wir da eingelassen? And safe. Ich bin sowas von tot. Psionic
feelers creep across your mind like a gleich werden wir zum seeking flaws in fabric. Gleich werden wir dazu. Der stüpft die Larve und wir sind tot. Neue Charakter stellen. Gestatten sich die deinen Erinnerungen umzusehen, die Geist gegen einen versiegeln. Ach, verdammt. Sifting deeper, she sees the mind flayer holding a wriggling tadpole to your eye. And then the vision lurches. And you are looking through her eyes as a tadpole squirms into her skull. Ich bin mal zu meinem Flayer. We need to fish that thing out before it eats any important parts of your brain. Holt es aus mir raus, ich bin noch bei Trost, ich finde eine andere Möglichkeit. Ich bin sicher, dass in eurem Kopf auch so ein Parasit zappelt. No. It's messing with your brain. You're seeing things, probably hearing voices too, yeah? Nein. You ain't leaving till we get to the bottom of this. You could be dangerous. Dass es verschwindet. Seinen Plan habt ihr genau. It involves you putting your trust in the absolute. Simple. I guess we're doing this the hard way then. Uh-oh. This could have gone easy for you. Not now though. Das habe ich gedacht. Können die anderen mal reinkommen? 28 große Güter. Sprechender Schlag. Fehlschlag, fantastisch. Können wir hier nach draußen fliegen? Ich bin Bewegungsrate. Wird erstmal ein bisschen zurückfliegen. Was? Die anderen dazu holen, wie es irgendwie geht. Hilferuf. Na toll. Und jetzt sind die da draußen. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir die ganze Wande hier hinter uns. Müssen wir jetzt alleine besiegen? Ich bin kein Barbar, ich kann hier nicht. Krieg die nicht alleine besiegt. Deswegen wollte ich nach draußen, oder doch? What path lies before me? Kritischer Fehlschlag. Oh je. Die anderen hier mit badischen Inspirationen. Die haben auch einen Baden bei sich wahrscheinlich. Den hier. Wir beschützen die Tür. Kommt keiner rein hier. Okay, wer ist jetzt dran? Mein Zug. Viel stark, ach du Scheiße. Light on my feet. Ein bisschen Abstand gewinnen. Okay, denen geht's aber noch gut. Kardach, ist hier irgendjemand in der Nähe? Den können wir angreifen. Zu flashen, nicht erreichbar. Nein. Erschießen wir ihn. Kritischer Treffer. Sehr schön. Jetzt kommen die hier hoch. Noch läuft hier alles gut. Kriegen wir die Goblins hier besiegt.
können dann alle befreien. Oh, Kacke. That's not good. Oh, oh. Ich gehe hier fast drauf. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Nächsten Fall. Und dann hier in der Tür. Wünscht Stärke, oh Gott. Einfach, ach so. Ob wir hier lebend rauskommen, ich weiß ja nicht. Na komm. Ich will ihn noch angreifen. Machen wir den alle. Sehr schön. Mit einem harten Kampf gekämpft. Meine Wunden heilen. Falsche Inspiration kenne ich wahrscheinlich nicht. Ist aus Sichtweite. Nicht genügend Ressourcen, verdammt, jetzt habe ich eine Runde verschenkt. Aber dafür bin ich mir geheilt. Ziemlich dunkel hier. Kardach, hier sind gerade keine in der Nähe. Also machen wir einen bohrenden Schuss. Das war, glaube ich, nicht so schlecht. In Position. Okay, der Gay geht's gar nicht so gut. Da bräuchte mal Heilung. Wir haben da draußen keinen Heiler, das ist ein bisschen dumm. Der Gay ist dran. Verdammt. Fehlschlag, fantastisch. Oh je. Das war gut. Leider. Hauptangriff, Nahkampfangriff, Zweihand. Das war nicht schlecht. Fehlschlag. Okay, muss wohl. Okay. Vielleicht kriegen wir die auch noch irgendwie tot. Sehr schön. Da kommen sie runter. Hier sieht es nicht so gut aus. Können wir da hinrennen und... Sehr schön. Sehr, sehr schön. Verteidigt die Tür. Ich komme gleich raus. Was machst denn du hier? Okay, mein Zug. Schwieriges Gelände. Das hat nicht so viel gebracht. Okay,
klaffende Wunden. Held oder was? Sieht nicht so gut aus für das Team. Durchbohrender Schnark. Gut, da haben wir einen weiteren besiegt. Nicht genug Ressourcen. Gut, dann können wir uns vielleicht hier ein bisschen hinbewegen. Fehlschlag zurück. Schockgriff. Sehr schön. Da war sie schon sehr schlecht geschwächt. Nicht genug Ressourcen. Das können wir aber noch machen. Sehr schön. Liegt am Boden. Mein Zug. Na komm, mach's alle. Rücksichtsloser Angriff. Sehr schön. Gehen wir uns wieder in die Schussbahn. Wir kriegen die hier noch besiegt. Und optimistisch. Auch wenn es schlecht um uns aussieht. Sehr schön. Oha, sieht schlecht aus. Hinterhältiger Kampf. Und gleich nochmal. Oh, das war nur ein Schaden. Schade. Kommst du mal bitte runter? Ah, hat er gerade seinen Freund angegriffen? Todesschlag. Aha. Kriegsschild der Absoluten. Talisman der Absoluten. Wir kriegen irgendwann mit der Absoluten oder die ist. Absoluten. Dank mächtigen Heilung. Was soll es? Akzeptiere dein Potenzial. So, dann sollten wir mal hier versuchen rauszukommen. So, ich möchte mitkämpfen, Leute. Mit dem Bewegungsrate. Nein, das wurde okay, machen wir in der nächsten Runde. Wenn wir bis dahin noch leben. Ach so, wir haben. Er hat einfach. Oh Gott, wir haben. Kader angegriffen. Ich bin dumm. Ich stand da im Weg. Oh, Scheiße, Mann. Kann mal passieren in einem heftigen Kampf. Noch ein bisschen Schutz. Aha, das ist schief gelaufen. Oha, der ist am Boden. Ich muss hier mal jemanden heilen. Muss ein Vorteil gegen das Ziel sein. Kritischer Fehlschlag, ach verdammt. Das finde ich scheiße. Rettungswurf, ach, die sind alle, die sterben ja alle. Breathe deep and move. Haben wir nicht eine Rolle des Wiederbelebens?
Ich bin Bewegungsrate. Alter! Das ist gleich vorbei. Ich hoffe, da wieder begehen und überlegen. Schussfang. Unbedingt. Können wir nicht einsetzen. Wir sind so am Arsch. Es nehmen noch viel zu viele von denen. Können wir nicht im Inventar jetzt mal eben. Eine Schriftrolle des. Zauberwirkengel. Können wir nicht, wie funktioniert denn die dann? Karlach braucht auch eine von denen. Ich kann ihn dann nutzen. Astarion. Wir haben da oben immer noch eine Bogenschützen. Das sollten wir ausschalten, wenn es geht. 6 Schaden. Wir sind so am Arsch. Können wir wenigstens nicht heilen. Es ist ja fast nichts. Zumindest ein bisschen. Können wir Heilgel nicht irgendwie heilen? Ist der schon tot? Haben wir noch wieder Lebensrolle? Okay. Ich nicht. Wenn ich jetzt gehe, nicht. Ich muss jemanden mit da dabei haben, oder was? Wie funktioniert das? Ich habe doch wieder Lebensrollen. Wozu habe ich die, wenn das nicht funktioniert? Okay, 2 stehen noch. Und versuch mal weiter den hier anzugreifen, den Bogenschützen. Weg unterbrochen. Fantastisch. Ich hab die trotzdem an. 9 Schaden. Hier steht hier irgendjemand, den wir noch angreifen können. Excellent. Dann begeben wir uns direkt in die Ziele. Das war ein bisschen leichter, nicht? Nicht nur ein bisschen. Oh, Kacke. Jetzt können wir alles andere nicht mehr, oder was? Okay, der ist tot. Einer weniger. Wir sind beide so gut wie tot. Okay, nur noch ich alleine. Gehe. So viel dazu. Heilen können wir nicht mehr. Und Vize des Absoluten, na toll. Okay, einer weniger. Wir haben doch nur 2. Nicht genug Ressourcen, wir könnten wieder aufhelfen. Fantastisch. Dringenden Schaden, Fernknopfen. Versuchen wir's. Ich bin auch fast tot.
beim Aufhelfen. Plus 1, bis man uns angreifen kann. Ein gültiges Ziel. Ich begebe mich mal ein bisschen aus der Schussweite. Kann ich mehr wirklich angreifen? Ein Versuch war es wert. Infos Gift, Trank, allmächtige Heilung. Immerhin. Ich irgendwelche Camp-Tränke. Trank der Unsichtbarkeit. Das wäre ein gutes Ding. Dann wäre ich nicht mehr getroffen. Kritischer Fehlschlag. Oh Gott, wir sind so am Arsch. Können wir uns ja anschleichen. Nicht genügend Reichweite. Wollen wir Überraschungsangriff machen. Illusion. Kacke, wie können wir dann? Hier ist einer. 4 von 4, na komm. Einer weniger. Einer lebt noch. Das muss der sein. Ist die schon tot? Scheint so. Unwürdiges Ziel. Na komm. Er wird nicht gesehen. Ah, sehr schön. Null Schaden. Unwürdiger Angriff. Na komm. Puh. Gerade so geschafft. Okay, aufhelfen. Und jetzt kann auch aufhelfen. Ein Gesang der Rast. Sehr schön. Zumindest ein bisschen geheilt. Jetzt machen wir erstmal einen Stufenaufstieg. Nach diesem erfolgreichen Kampf, nachdem wir hier alle Goblins abgemetzelt haben. Einfach die Führung, das hier, die jetzt abgemetzelt. Warum ist denn hier diese, warum sind die Haare auf einmal hier weg? Das ist doch nicht wahr. Das Merkmal, Zauberplatz der Stufe 2 freigeschaltet, Zaubertricks erhalten. Klingenbann, oh, das wäre... Leider nur Helmschaden durch Hieb- und Stichwuchtangriffe. Nicht schlecht. Erzeugen Geister, die mit Objekten interagieren kann. Ja, nee. Sicherer Schlag. Sei bei dem nächsten Angriffswurf im Vorteil. Tanz den Lichter. Naja. Perfekt. Aura. Einfach Illusion. Ich glaube, Klingenband ist eine gute Sache. Die brauchen wir. Ein Zauber. Was nehmen wir? Blindheit, Nekromantie-Zauber, Emotionen besänftigen, Dolchwolke, Schwöre eine Wolke aus rotierenden Dolchen, ja. Kronen des Wahnsinns, dass Dämonen gegen der Irre werden und die nächste Kreatur außer dir angreifen, auch wenn sie
mit ihm verbündet ist. Tierfreundschaft, das brauchen wir. Um zu orientieren, dich nicht anzugreifen. Das habe ich schon vorher letztes Mal bereut, dass wir das nicht genommen haben. Aber vorher, wir müssen mal gucken, ob wir was anderes brauchen. Wahnsinn ist schon gut. Gedanken wahrnehmen. Attribut verbessern. Fesseln, schränke die periphere Sicht deiner Kreatur ein, dass dich ansieht. Metall erhitzen. Das ist eine metallische Waffe oder eine Rüstung rot erglühen. Das ist dir fallen, das muss auch nicht schlecht. Stille. Zerbersten. Fügt allen Kreaturen und Gegenständen in der Nähe Schaden zu. Kreaturen aus organischem Material wie Stein sind beim Rettungswurf ein Nachteil. Das ist schon nicht schlecht. Sichtbare Seen. Geisterhafte Kraft. Schwache Genesung, heilende Kreaturen von Krankheiten, Gift, Lähmung oder Blindheit. Auch starke Heilung. Klopfen auf dem Objekt. Unsichtbarkeit. Banne bis zu 3 Kreaturen erhalten einen Malus von Rettungswürfer. Verängstigte Kreaturen. Feenfeuer. Feen oder Heldenmut. Lange Schritte. Grässliches Lachen. Zielzüge. Ich glaube, das ist eher nur für. Das wird uns bei Kratzer nicht helfen. Das wird eher so für Kämpfe sein, falls wir mal die Kämpfe mit Tier kämpfen. Also würde ich eher hier zu wahnsinnig machen oder zu einem Kampf und zu klopfen. Klopfen ist so eine coole Sache. Aber wir können das schon, wir können schon ziemlich gut. Gut verbessern, fesseln, Metall erhitzen. Ich finde Kron des Wahnsinns nicht gut. Das macht mehr beim Baden mehr Sinn. Lass einen humanen Gegner irre werden und die nächste Kreatur außer dir angreifen, wenn sie mit ihm verbündet ist. Das klingt sehr gut. Nehme ich. Zauber ersetzen. Können anderen Zauber, die wir schon haben, durch zwölflich nicht schlecht. Tierfreundschaft, können wir das benutzen. Und hier mal einen rausnehmen. So ein Bezaubern haben wir ehrlich gesagt noch nie gebraucht. Donnerwugard Gale haben wir ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich benutzt. Wird man Donnerwoge verlernen. Und dann gucken wir nochmal, ob wir da was anderes finden. Klopfen wir auch nochmal hin. Wichtig. Sorry, ich nehme hier ein bisschen Zeit. Ich muss das hier. Muss wohl entschieden sein. Sichtbare Seen. Zerbersten. Ist auch mal was. Fügt ein Kreaturen und Gegenstände in die Schaden zu. Es trifft aber in meisten Fällen auch meine Freunde. Daher, das ist. Nee, das will ich nicht. Fügen Kreaturen jedem Zug Schaden zu, die Schadensart entspricht. Okay. Das ist eher Nekromancer-Fähigkeit. Wird seine Kreatur vor Lachen in Zustand liegend, ohne dass sie aufstehen kann. Hm.
Ja. Festhalten, Durchwolke. Und trotzdem noch als Bade irgendwie auf. Ich nehme den die Tierfreundschaft. Und den Talent können wir wählen. Wer ist die Liste der unteren Talente? Meister schwierigen Rüstung können wir nicht nehmen. Schauspieler, wachsam, Athlet, Stürmer, Brustexpert, Defensiver, Dominanz, zwei Waffenkämpfer, Gewölbs, Widerstandsfähig, Elementar, Adept, Höchstbegleich gerüstet, Magiertöter, Magiernovize, Bade. Mhm. Scharfschütz, Waffenmeister, zäh, Schildmeister, was nehmen wir denn jetzt hier? Belastbar, Unterhalter, Pain mal Charisma, Schauspieler, Charisma um 1 erhöht. Wir haben schon massiv viel Charisma, wir das nicht noch zu erhöhen. Defensive Dominanz, zwei Waffenkämpfe, Gewölbeforscher. Konstitution. Puh, Glückspilz, du hast 3 Glückspunkte, die du nutzen kannst. Rettungswurf. Magier nur wie Zebade, würde ich sagen. Er hat 2 Zaubertricks und 1 Zauber des ersten Grades auf dem Badenzauberliste. Kannst den Zauber ersten Grades einmal pro lange Rast wirken. Denn ein Attribut zum Zauberwirken bei allen 3 Zaubern ist Charisma. Nehmen wir doch das erstmal, oder? Können wir 2 zusätzliche Tricks. Sicherer Schlag können wir nehmen. Legt eine Aura, Infolusion. Nehmen wir das. Und einen weiteren Zauber. Was nehmen wir? Banner. Sondern Zwistern verängstigt eine Kreatur, die dann einfacher zu treffen kann, sich nicht bewegen. Nehme ich. Das ist ein schönes Level-Up. Und jetzt zum Nachmachen machen wir noch mit Karlach weiter. Das machen wir ein bisschen schneller. Weil der Timer sagt schon, ups. Okay, was machen wir hier? Magiertöter. Belastbar können wir gebrauchen. Mit dem Armbrustwert. Ich habe irgendwas hier mit draufhauen. Zäh, das könnte passen. Ein Trefferpunkte Maximum wird pro erreichter Stufe um 2 höher. Tavernschläger. Nein, waffenlosen Angriff auslöst. Nein. Ich glaube, wir müssen die Zäh machen als Bade, als Barbar muss die. Gut, wir brauchen glaube ich mal eine lange Rast. Und vorerst erstmal sind wir, geht's uns halbwegs wieder gut. Dann würde ich mich im nächsten Party erstmal umgucken, dass wir hier mal das Nachtlied, dass wir hier Zevlor, Saro, Volo retten gehen. Jetzt haben wir hier Leute besiegt. Ich hoffe, es greifen nicht gleich die nächsten an. Dann haben wir ja die Hälfte ausgerottet. Looten können wir dann auch gleich mal. Alles im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.